Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im tiefen, tiefen Engadin. Da, wo man nur früher zweimal im Jahr einander gesehen hat, alle anderen waren auf der Alm. Hier zum AXA Women's Cup, Schweizer Cup der Frauen, ist zu Hause beim bei Abseits. Und wir haben heute ein gutes Duell, nämlich die GC-Frauen, die zu Gast sind beim FC Tussis Kastis. GC schont zwei, drei Spielerinnen, die gespielt haben für die Nationalmannschaft. Die dürfen im Moment noch eine Auszeit nehmen. Und deshalb spielt GC heute, wie ihr seht, mit Torhüterin Eva Lumpisch, dann mit Anna Blesse, Marta Casala Garcia, Captain Luna Lomperier und Rachel Rinast als linke Außenverteidigerin. Sabina Jackson, Victoria Laino übernehmen das Mittelfeld, tendenziell zwei defensive Mittelfeldspielerinnen, die aber heute zusammen die Mitte ankurbeln sollen. Lara Meroni, Emeke Papay und Lilian Chang sind die Unterstützung für Katja Wienereuter, die im Sturm aufläuft. Das Team aus Tussis Kastis spielt heute mit Torhüterin Felscher im Tor. Das ist die Nummer 1, Monika Felscher. Dann sehen wir mit der Nummer 2 Melanie Schneller, mit der Nummer 6 Viviana Hossmann, mit der Nummer 7 haben wir Laura Pinto Martins, mit der Nummer 10 spielt Nathalie Schumacher, die Nummer 13 die trägt Selina Müller, die Nummer 15 die gehört Melina Baumberger, mit der Nummer 16 spielt Tam Elmer Fernandes, mit der Nummer 17 sehen wir Sina Casanova, mit der Nummer 18 ist Amina Horber im Einsatz und die Nummer 19 sie gehört Mirja Brüllisauer. Auf der Bank heute mit der Nummer 5 Clara Egle, mit der Nummer 8 Susan Redondo, mit der Nummer 9 Svenja Dosch, die Nummer 11, das ist Bettina Hefti und mit der 21 Daniela Andreoli. Abwesende heute sind Andrea Sanchez, Selina Benz, Ella Fontana, Lina Kawiesel und Sarina Jenny. Trainer, das ist Mario Garcia zusammen mit Juan Bonpastor Flores Parada. Bei den Grasshoppers auf der Bank heute mit der Nummer 3 Michelle Blöchlinger, die Nummer 7 Anna Markovic, die Nummer 8 Ella Justina, die Nummer 11 Aurelie Schilag und mit der 14 Kata Butzasch. Wie immer ist Anne Pochert, gut wie immer, erst seit drei Spielen mit dem heutigen, Anne Pochert, Trainerin der Grasshoppers. Ihr Assistent, das ist Dario Galbarini, zusammen mit Marcello Stellato, Torhütertrainer, mit Christoph Schliewe, Konditionstrainer und mit Joel Niederhauser. Lara Dickenmann, Teammanagerin. Die Grasshoppers haben eine große Aufgabe vor sich, nämlich sie sollen heute untermauern, dass sie das mit Abstand stärkste Team sind, die in dieser Runde des Cups schon mitmachen. GC und der FC Zürich und Servette setzen ja noch aus, weil sie Champions League gespielt haben. Die spielen heute übrigens gegeneinander, soll euch aber nicht interessieren. Es gibt dieses Spiel hier zu schauen. Es überrascht nicht, dass Anna Markovic und Ella Justina heute nicht von Beginn weg spielen. Beide haben für Kroatien zweimal gespielt. In der Nationalmannschaftspause, einmal ja gegen die Schweiz, wie viele von euch wahrscheinlich gesehen haben. Auch Janina Egli, die mit der U17-Nationalmannschaft unterwegs war, ist heute nicht Teil des Teams. Janina Egli ist heute erst von Serbien zurückgeflogen. Ich hätte sie gerne gesehen. Janina Egli ist eines dieser großen, vielversprechendsten Talente. Dafür spielt Katja Wienereuter, die für Österreich nur wenige Minuten Einsatz hatte in der Nationalmannschaftspause, ein bisschen gegen England gespielt hat bei der 2:0 Niederlage Österreichs gegen England.
Wienerreuther auch mit der Nummer 9 jetzt da am Anspielkreis. Sie wird spielen gegen die Gegnerinnen, gegen Brülisauer, die gleich da steht. Party geht's los! Einstiger, Einstiger! Osina! Milan von Nusseba, Media Seba! Bravo, Bibi! Ich erinnere die Zuschauer. Oh, erste Chance und gut geklärt von der Torhüterin mit der Nummer 1 von Fälscher. Monika Fälscher. Da war sie zum ersten Abschluss gekommen, die Frau mit der Nummer 5, nämlich Sabina Jackson, die mit Luzern den Cup gewonnen hat, ausgebildet bei den FC Zürich Frauen, aber Jackson. Eine Luzernerin durch und durch wurde sie. Ich war sehr überrascht, dass sich Sabina Jackson vom Glamour von GC hat nach Niederhasli ziehen lassen. Aber natürlich Halbprofitum und vielleicht etwas Taschengeld immer lauter als die Liebe zum Fußball in Luzern. Sabina Jackson, sehr, sehr gute Spielerin. Hat es auch kurz mit einem EM-Platz geliebäugelt für die Nationalmannschaft. Aber es war dann schnell klar, dass Nils Nielsen trotz Marlin Guts Verletzung keine zweite defensive Mittelfeldspielerin mitnimmt. Wer an die EM fuhr, ist die Frau, die nicht zum Ball kommt. Hier mit der 31, Rachel Rinast im unteren Bildrand. Rachel Rinast hat die Europameisterschaft für die Schweiz bestreiten dürfen. Der lange Ball gesucht wird. Wienerreuther, die kann den Ball halten, aber stand schon im Abseits. Katja Wienerreuther, die eine Langzeitverletzung hatte. Sie wäre wahrscheinlich zur EM wieder fit gewesen, aber da war sie keine Option mehr für das österreichische Team. Sowieso sehr stark, das Team unserer Nachbarn. Oh, Rinas kann den Ball nicht mitnehmen. Jackson muss erben. Spielt zurück zu Luna Lomperrier. Luna Lomperrier, die erfahrene Innenverteidigerin. Schön verteilt das Spiel. Chance für Lara Meroni, aber sie lässt den Ball übers Seiten ausgleiten. Lara Meroni. Ich habe mich kurz gewundert, was ist das für eine Stimme? Das ist Anne Pochert, die kenne ich noch nicht. Natürlich, Frau Pochert kommt aus dem Absteiger der Bundesliga in der letzten Saison. Daher eine mir noch unbekannte Stimme. Pochert in ihrem dritten Pflichtspiel für die Grasshoppers. Eine Frau mit viel Ambitionen, mit hohem Leistungsverlangen, ähnlich wie Inka Grings soll es sein. Und das sieht man auch zum Beispiel daran, dass einige Spielerinnen nicht mehr so viel Einsatzzeit unter Pochert genossen haben, auch in der Vorbereitung nicht. Eine Standardsituation soll es richten. Rachel Rinast soll es richten. Die Schweizer Nationalspielerin, die aber Deutsche ist, neben Schweizerin. Rinas geht direkt und Fälscher hat alles im Griff. Da wollte sie fast schon zu viel, Rachel Rinast. Schauen wir hier. Hat sich eine Chance ausgemalt, aber Fälscher ist zur Stelle. Das ist Linyan Shang, die Chinesin, spielt mit Wienerreuther. Die dreht sich, Wienerreuther aus der Drehung. Ui, Fälscher! Uff, uff, uff. Monika Fälscher mit einer Ungereimtheit kann da den Ball dann noch abfangen. Hätte gefährlich werden können. Erste Mal abgewehrt von Viviana Hossmann. Natürlich sehr gefordert im defensiven Mittelfeld, aber wir machen uns nichts vor. Auch Amina Horber und Nathalie Schumann, die eigentlich offensive Mittelfeldspielerinnen sind heute defensive Mittelfeldspielerinnen. Die Grasshoppers werden
da wirklich Druck machen. Ob schon, ironischerweise, GC selber nur zwei defensive Mittelfeldspielerinnen dabei hat. Victoria Laino, die letzte Saison eine Pause eingelegt hat und jetzt aber wieder für die GC Frauen spielt. Und Sabina Jackson. Das war tatsächlich eine Baustelle des Teams von Theresa Merck. Das hat Lara Dickenmann und ihr Staff gut erkannt. Mit Sabina Jackson hat man natürlich da eine super Lösung geholt. Ich war dann überrascht, dass Victoria Laino auch noch zurückkam. Aber Laino hat den großen Vorteil, dass sie auch gut Innenverteidigerin spielen kann. Und das könnte GC dann noch ein Vorteil sein, wenn man da Laino und Jackson zur Verfügung hat. Auch wenn man bedenkt, dass Marilena Wiedmer zurückgetreten ist, dass man Celia Hoff ausgeliehen hat. Es wird doch wahrscheinlich das eine oder andere Mal nötig sein, Victoria Laino zurückzuziehen. Laura Walker ist nicht mehr da. Luna Lomperriere kann nicht mehr Nummer 6 spielen, obwohl sie jetzt die 6 auf dem Rücken trägt. Luna Lomperriere, Rachel Rinas, fast schon Spielmacherin, lanciert Linian Zhang, aber der Ball geht durch. Meroni, spielt zurück, aber gut geklärt von der Nummer 15 von Melina Baumberger. Die ersten 7 Minuten sind überstanden für Tussis Katzis. GC seit der Lancierung des Profitums bei GC meistens kein gnadenvolles Team. Bei Unterklassigen versucht immer sehr viele Tore zu schießen. Kann man sich fragen, wie viel Sinn macht das? Wann ist Gnade angesagt? Aber was man von der Nationalmannschaft der Schweiz gelernt hat am Dienstag, bei 15 vielleicht? Ja, es ist immer so eine moralische Frage, wann versuchst du nicht mehr jedes einfache Tor zu machen. Aber davon ist GC noch weit entfernt. Sie müssen noch eine 100%ige Chance erarbeiten. Hier mit Sabina Jackson. Gut geführt von Jackson, lanciert Anna Blesse, die 35-jährige Champions League-Siegerin. X-fache deutsche Meisterin Anna Blesse, ihres Zeichens Ehefrau von Lara Dickemann, kommt direkt aus Wolfsburg, hat ihre ganze Karriere, glaube ich, praktisch bei Wolfsburg absolviert, deshalb auch Champions League-Siege, deshalb die vielen deutschen Meisterschaften beim VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg, der sich selber noch die Werkself nennt, aber bei den Frauen war das tatsächlich mal die Wahrheit. Die haben wirklich noch im Werk gearbeitet, aber da auch schon lange nicht mehr. Wolfsburg, eines der ersten Teams, die die Professionalisierung antrieben. Neue Fälscher, das sah nicht gut aus, Monika Fälscher. Da hat sie zu fest auf die Rollkraft des Balles gehofft. Brülisau macht Druck auf Casala Garcia, aber sie spielt zurück zu Lumpisch, die heute spielt. Lumpisch, erst 16-jährig. Kommt aus der Jugendabteilung wahrscheinlich, Eva Lumpisch. Muss Ruttishauser ersetzen, die verletzt ist. Und Jill Winkler, die man nicht mitgenommen hat. So sehe ich das. Es sei denn, man hat extra keine Torhüterin mitgenommen. Das fände ich dann komisch, aber für Lumpisch sicherlich ein tolles Spiel heute. Erste Chance für Papay, aber sie schlägt über den Ball. Und dann bleibt die Nummer 7 hängen. Laura Pinto-Martins. Laura Pinto-Martins, eine der Spielerinnen von Tussis Katzis, die uns folgt auf Instagram. Sehr, sehr wichtig, dass man auch abseits folgt. Und da das erste Foul. Auf guter Distanz, ca. 2,23 Meter. Wieder legt sich Rachel Rinas den Ball. Das Foul, das war klar, muss man nicht drüber diskutieren. Und Rachel Rinas. 45 sind es, glaube ich, Länderspiele, die sie absolviert hat bislang.
Rachel Rinast für die Schweiz, war an einer WM, an einer EM und jetzt nochmals an einer EM. Die Frau, die vom ersten FC Köln kommt, konnte damit dem Professionalisierungsdrang von Köln da nicht mehr mithalten und entschied sich, semi-professionell bei den Grasshoppers weiterzumachen. Rinas probiert es direkt, aber übers Tor. Rachel Rinas, nicht schlecht, dieser Freistoß. Stellt sich mir die Frage, warum immer Ramona Bachmann Freistöße tritt bei der Nationalmannschaft. Aber die Antwort, die werde ich heute nicht bekommen. Cup-Spiel nach Women's Super League Reglement, das heißt 5 Wechsel, 3 Unterbrüche, sollte es zum Gleichstand kommen. Oh, Jackson mit dem 1:0! Sabina Jackson trifft für die Grasshoppers. Die Frau aus Luzern, Sabina Jackson, hier nimmt sie den Ball am Halbkreis und zieht auf den langen Pfosten. Keine Chance für Monika Felscher. Stand etwas falsch. Aber Sabina Jackson macht das gut. Hier sieht man es ganz, ganz schön. Schnell der Einwurf. Linyan Zhang behauptet den Ball. Und dann Jackson versucht es eigentlich zuerst noch mit links, aber wird gut gedeckt und muss dann nachziehen und macht es dann mit rechts. Ui, und dann das 2:0. Ui, ui, ui. So schnell kann es gehen. Ach. Meroni zieht durch und Linyan Zhang kann vom Fehler von Felscher profitieren. Linyan Zhang. Die Chinesin im Team von Linyan Zhang. Hier profitiert sie. Guter Lauf von Lara Meroni. Aber Linyan Zhang eiskalt. Es steht 2:0, Sabina Jackson und sofort Linyan Zhang. Ich hatte nicht mal Zeit, die Anzeige umzustellen. Schon kam das Tor. Und jetzt Brülisauer, der Anschlusstreffer müsse jetzt fallen. Brülisauer verliert das Duell gegen Sabina Jackson. Lumpisch, ist erst 16-jährig, die kann man noch lumpen. Und Pinto Martins lässt den Ball aber über die Seitenlinie rutschen. Rachel Rinas spielt mit Luna Lomperrière. Rechtzeitig hat sie gewechselt, Luna Lomperrière. Hat gespürt, dass in Zürich wahrscheinlich ihre Einsatzzeit nicht sehr hoch sein würde. Und wechselte zu den Grasshoppers, hier natürlich fast immer gesetzt. Schön der Ball in die Tiefe, aber Rinas kann ihn nicht annehmen. Muss nochmal drehen. Rinas spielt mit Papay. Papay probiert es mit rechts übers Tor. Emöke Papay, die ungarische Nationalspielerin. Emöke Papay spielt heute, weil sie in der Nationalmannschaftspause für Ungarn nicht wirklich zum Einsatz kam. Das hat mich etwas überrascht. Aber der ungarische Nationaltrainer setzte nicht auf die GC-Stürmerin. Und jetzt die Chance für Wienerreuther. Wienerreuther, ui, Elfmeter. Ui, ui. Das war etwas grob. Das war etwas grob, wie da Sina Casanova in die Gegnerin lief, weil zum Ball kann ich nicht sagen. Wienerreuther hat da auch nicht groß versucht, was zu machen. Zhang mit dem Ball in die Tiefe, Wienerreuther hat ihn. Und ja, nicht mal ein Haken, da geht sie nur auf die Gegnerin. Ja, so sieht's dann aus. Marta Casala Garcia läuft an. Marta Casala Garcia, die Innenverteidigerin, ist Elfmeterschützin bei den Grasshoppers. Casala Garcia trifft zum 3:0 vom Punkt aus. Marta Casala Garcia. Marta Casala Garcia trifft vom Elfmeterpunkt aus, wie sie es schon in der Vorbereitung mehrfach tat. Marta Casala Garcia ist die Elfmeterschützin dieses Teams.
3:0. Marta Casala Garcia. Es steht 3:0 nach 15 Minuten. Eine gute Ausbeute für die Grasshoppers bislang. Marta Casala Garcia per Elfmeter. Natürlich Casanova da. Mit einem unnötigen Foul. Hätte ja sein können, dass Wienerreuther sogar das Tor trifft. Aber da hätte Casanova sich eigentlich in die Schussbahn von Wienerreuther legen können, anstelle, dass sie sie gleich umhaut. Naja. Jackson. Meroni. Casala Garcia. Das ist Rachel Rinast. Rinast lässt Pinto Martins liegen. Chang kommt, aber sie stand im Abseits. Und abseits, das ist das, was ihr hört, das, was ihr seht. Wir sind das einzig wahre Zuhause des Schweizer Frauenfußballs. Abonniert uns hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir zeigen euch den Cup live, wir zeigen euch die Nationalliga B live, wir zeigen euch die U19 live, wir zeigen Futsal live, wir zeigen alles, was es wert ist zu schauen, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Analysen, einen Podcast zum Frauenfußball, alles, was es braucht. Abseits ist eure Adresse, wenn es um Frauenfußball in der Schweiz geht. Katja Wienerreuther wird lanciert, geht an die Grundlinie, muss zurückspielen, spielt mit Papai. Mücke Papai sucht eine Anspielstation, findet Lin Yan Zhang. Lin Yan Zhang, Doppelpass mit Rachel Rinast. Und Anna Blesse bringt die Flanke, aber gut geklärt da von der Nummer 15 von Bischofs Baumberger. Wenn man das Spiel von Rachel Rinast anschaut, und das ist in diesem Spiel ziemlich okay, weil es ist ein Erstligist, der Qualitätsunterschied ist groß, aber dann sieht man etwas. Ui, Jackson! Aber kein Problem für Fälscher im Tor. Was ich noch sagen wollte, man sieht das Problem, das Nils Nielsen manchmal mit Rachel Rinast hat, nämlich Nils Nielsen hat sagt, ja, wenn ich dir sage, du spielst linke Außenverteidigerin, dann will ich, dass du in der linken Außenverteidigerin-Position bleibst und nicht irgendwo rechts im Mittelfeld. Und in diesem Spiel sieht man das sehr gut. Rinast ist ständig irgendwo anders, nur nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Nochmals, in diesem Format geht es gegen einen Erstligisten im Cup, aber regelmäßig in der Liga weiß ich nicht, wie fest es sich das verträgt. Dann muss Rachel Rinast dann auch etwas disziplinierter sein. Disziplin, das kennt Sabina Jackson gut aus ihrer Zeit mit Glenn Meyer bei Luzern. Sabina Jackson wird es wahrscheinlich direkt probieren. Circa 25 Meter trennen sie vom Tor. Nein, sie bringt den Ball rein an den zweiten Pfosten, aber da ist keine Hopperin, lauert also keine Gefahr für das Tor von Monika Fälscher. Das wird auch eine kleine Herausforderung für das Trainergespann hier aus Tutsis Katzis. Für Mario Garcia und Juan Bonpastor Flores Parada. Das Trainergespann aus Spanien wird heute nur fünfmal wechseln dürfen. Sie sind es sich ja gewohnt, in der ersten Liga der Frauen fliegen zu wechseln. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Sehr gut gemacht von Martins Pinto Martins. Fängt die Flanke von Rinast mit der Magengrube ab. Rinast erkundigt sich nach dem Wohl ihrer Mitspielerin und Lomperier lanciert den nächsten Angriff über Rachel Rinast. Das ist Emücke Papai. Oh, Papai dribbelt. Papai, ja, sucht die Tiefe. Rinast muss flanken mit links. Die Flanke kommt. Wienerreuther hält den Kopf hin, aber neben das Tor. Das kann Katja Wienerreuther besser, weiß sie. Für dieses Mal nicht weiter schlimm.
Wienerreuther, die in der Liga schon 5 Tore erzielt hat, führt die Torschützenliste an mit 5 Toren, 4 davon gegen Yverdon am ersten Spieltag. Am zweiten Spieltag hat sie dann eines erzielt. L'Empereur spielt mit Casala Garcia. Blick zum Ball, Amina, blick zum Ball, Imer. Und Casala Garcia lanciert Lara Meroni. 3-2 Situation. Nein, 4-2. Meroni geht an die Grundlinie, legt zurück. Jackson aber Fälscher. Heldenhaft und nochmals Jackson. Und jetzt ist es Baumberger, die Heldenhaft rettet. Super. Darbietung der Heimmannschaft. Lumpisch. Geklärt wurde hier. Mal schauen, ob ich da mehr angefangen habe von dieser Chance. Ah, zu wenig habe ich angefangen. Top-Parade von Fälscher war es gegen Sabina Jackson. Probieren wir es nochmal. Hier ist Sabina Jackson. Das ist aber schon die zweite Chance, die dann von Baumberger geklärt wird. Ah, schade, schade, schade. Habe ich die erste Chance von Jackson verpasst. 4-2 Situation sollte nie passieren, ist aber passiert. Und wieder ein Ball in die Tiefe. Und wieder ist es Meroni, die anläuft. Aber der Ball rutscht über die Grundlinie. Es gibt Eckball. Eckball für die Grasshoppers. Rachel Rienast am rechten Flügel, diesmal mit Erlaubnis. Pochert kommandiert ihre Mannschaft, sagt, wo sie wen haben will. Mal schauen, wohin Rienast den Ball zirkelt. Sie stehen alle an der Torlinie, die Grasshopperinnen. Jetzt läuft jemand in Position, aber der Ball am zweiten Pfosten. Wienerreuther trifft die Latte! Katja Wienerreuther mit dem Lattentreffer, aber der Ball ist noch heiß. Wienerreuther hat ihn, spielt ab. Chance! Vertan! Und geklärt dann von der Nummer 13. Von Xelina Müller. Klärt für Fälscher. Sofort Druck auf die ballführende Spielerin bei den Grasshoppers. Aber sie kommen aus der Verteidigung raus. Hier sieht man gut die Flanke von Rienast und Wienerreuther trifft mit der Stirn den Ball perfekt, trifft aber dann nur die Latte und nicht das Tor. Katja Wienerreuther sucht noch den ersten Treffer in dieser Partie. Sabina Jackson, Linian Zhang und Marta Casala Garcia waren bis jetzt erfolgreich. Rachel Rienast. Gut gespielt mit Wienerreuther. Und da taucht sie auf Anna Blesse. Fälscher! Mit den Fäusten aus Stahl. Monika Fälscher. Blesse. 2 Champions League-Siege hat sie in diesen Schuss gepackt. Aber Fälscher reißt die Fäuste hoch und haut den Ball der Deutschen weg. Anna Blesse, also mit einem großen Lebenszeichen von sich. Am ersten Spieltag hatte sie gespielt, am zweiten Spiel wurde sie von Pochert nicht eingesetzt. Und jetzt hier also. Ich frage mich, was sich Anna Blesse denkt, wenn sie in so einem Spielfeld aufläuft. Ui, gut, die Chance jetzt für die Grasshoppers. Erneut nach Eckball. Rienast bringt den Ball gut rein und es war Casala Garcia. Aber da hat sie sich nicht mit L'Empereur abgesprochen. Laufen beide auf denselben Ball. Casala kommt dann zum Abschluss, bringt ihn aber übers Tor.
Luna Lomperrière, die Captainsbinde von der langjährigen GC-Kapitänin Laura Walker geerbt hat. Eine natürliche Nachfolge, würde ich sagen, Luna Lomperrière. Natürliches Leadership. Ein guter Mensch. Sehr, sehr überlegt in Interviews und auch in der Analyse ihrer eigenen Fähigkeiten, dessen, was ihre Mannschaft macht. Das gefällt sehr. Mit beiden Beinen am Boden geblieben. Lustigerweise aber arbeitet sie für einen Anbieter, der die Beine angeblich auf Wolken schweben lässt. Ui, schon wieder ein Abschluss. Dieses Mal von Victoria Laino. Aber der Ball kommt nicht aufs Tor. Und ich erinnere die Zuschauer hier auf YouTube, ihr müsst das Spiel nicht auf eurem kleinen Handy schauen oder an eurem Laptop. Ihr könnt das auch am Fernsehen schauen, so wie es diese Frauen verdient haben. Die Set-Top-Boxen der meisten Anbieter in der Schweiz, Green, Salt, Sunrise, UPC und so weiter, haben eine YouTube-App. Sonst hat euer Smart-TV wahrscheinlich eine YouTube-App. Ihr könnt das Ganze darüber bedienen oder von eurem Handy raus aufs groß auf den großen Fernseher spiegeln. Uff. Das wäre eine Chance gewesen zum Spielaufbau. Da hatte sie eigentlich viel Platz, Vivian Hossmann. Vivian Hossmann hätte da das Spiel aufbauen können, zusammen mit ihren Spielerinnen. Der Trainer sagt es sehr gut. Laura Pinto Martins ist meistens alleine. Rinast weiß gar nicht, dass sie mitspielt, glaube ich. Auf der anderen Seite macht das Thelma Fernandes sehr gut. Fernandes bleibt im Ballbesitz. Aber Lilian Zhang holt sich den Ball. Zhang verteilt, aber der Ball kommt nicht an. Lilian Zhang, ein Transfer aus China. Man weiß ja, die Grasshoppers gehören einer chinesischen Unternehmung, haben eine chinesische Präsidentin. Bei den Herren ist es ein chinesischer Geschäftsführer. Ich frage mich, ob Lilian Zhang durch diese Connection hier gelandet ist bei den Grasshoppers oder ob es eine andere Connection war, die Lilian Zhang hier nach Zürich brachte und jetzt halt heute nach Katzis. Luna Lomperrière. Schön verteilt. Rinas ruft und bekommt den Ball. Bringt ihn dann aber an den Eingang des Strafraums, wo niemand ist. Chance für Schneller. Sie spielt mit Hossmann. Pinto Martins. Ah, läuft etwas falsch. Aber schön der Doppelpass. Und dann Lomperrière, die das liest. Und Nathalie Schumann gar nicht mit dem Ball davonziehen lässt. Weshalb der Schiedsrichter hier Freistoß pfeift, weiß ich nicht. Aber ist ja auch egal. Sabina Jackson. Mirja Brülisauer wird einen schweren Tag haben, aber das ist ihr Job. Sie muss heute einfach etwas Pressing machen und warten, bis die Bälle kommen. Aber jetzt da die Chance mit Lomperrière und es steht 4:0. Es ist der Captain. Es ist Luna Lomperrière. Meine Erzfeindin, wenn es darum geht, ihren Namen möglichst schnell zu schreiben, mit diesen vielen Accents. Luna Lomperrière trifft hier sauber, läuft durch. Sabina Jackson lässt sich fallen im Spielzug, hält den Ball. Dann verteilen sie über mehrere Stationen. Blässe bringt dann den Ball rein. Lomperrière ist allein am Strafraumeingang, dribbelt sich da noch durch und trifft. Luna Lomperrière also mit dem 4:0 für die Grasshoppers nach 30 Minuten. Lomperrière auch jetzt wieder am Ball. Casala verteilt das Spiel schön, aber Meroni steht doch im Abseits. Und das zeigt auch jetzt der Linienrichter an.
Bon Pastor hatte schon lange die Hand hochgezogen, aber was er sagt, interessiert nicht. Der Linienrichter muss das machen. Eine halbe Stunde gespielt. Katsis versucht, die Form zu behalten, dieses 4-3-3, mit dem sie ins Spiel gekommen sind. Es klappt auch größtenteils. Das Problem ist alles, was dazwischen passiert. Zwischen den Räumen dieses 4-3-3, da gibt es zu viel GC-Action. Aber man kann noch nicht ganz sehen, was eine Pochard sucht. Theresa Merck versuchte immer vertikal zu spielen, bis plötzlich es entscheidend wurde und dann hat sie das aufgegeben. Versuchte nicht mehr vertikal zu spielen und dann wurden die Grasshoppers auch sichtlich etwas schwächer. Ach, da geht sie zu Boden, Jackson, nachdem Hossmann sie leicht touchiert. Ist nicht die feine Luzerner Art, aber davon ist ja Jackson jetzt weiter entfernt. Brülisau mit Druck auf Casala Garcia. Gerüchten zufolge ist Marta Casala Garcia die bestverdienendste Spielerin der Women's Super League. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vor allem seit Rachel Rinast und Anna Blesse hier sind. Omnipräsente Linian Chang an die Grundlinie. Wiener Reuter gibt da. Ui, Papai! Vertritt da den Ball. Dann macht Casanova da vielleicht auch noch etwas Unschlaues, aber Schiedsrichter hat nicht reagiert. Lomperrière. Lomperrière verteilt auf Rinast. Rinast könnte flanken mit links. Tut sie auch an den zweiten Pfosten. Da steigt sie. Oh! Das ist ein super Tor. Lara Meroni, ausgebildet bei den FC Zürich Frauen. Lara Meroni trifft per Kopf. Rinas mit der Flanke am zweiten Pfosten. Und Meroni, die ich noch nie habe einen Kopfball machen sehen, trifft perfekt wie eine Mittelstürmerin per Kopf. Lara Meroni, hier sieht man. Lomperrière verteilt, da hätte Martin Spinto sein müssen. Und dann die Flanke und Meroni hat zwar zwei Gegenspielerinnen, aber kein Problem, das Tor zu machen. Lara Meroni, ausgebildet beim FC Zürich, frisch gewechselt jetzt zum Grasshoppers Club Zürich. Hat in der Women's Super League als Außenverteidigerin gespielt in den ersten zwei Spielen, heute aber ist sie als Stürmerin drin. War das wirklich Lara Meroni? Ich glaube schon. Aber schauen wir es uns noch mal an. Ja, das war Meroni mit der 21. Kurz Angst gehabt, es wäre Papa gewesen. Eine nächste Chance, aber Fälscher ist sicher, hat den Ball. 5:0. Ups, das habe ich auch noch nicht umgestellt. Fünf zu null steht es also hier. Nach dem Tor von Lara Meroni. Bislang noch keine doppelte Torschützin. Das ist sehr gut. Zhang. Omnipräsent. Aber Jackson wurde da vom Ball getrennt. Doch sie kommen nur bis zu Victoria Laino. Und das ist Casala Garcia. Zhang lanciert Wienerreuther. Wienerreuther legt zurück. Casala Garcia lässt durch und dann können sie klären. Hossmann war es, glaube ich, die da den Ball wegspitzelt. Rinast, bekannt als Einwurfmaschine.
für die Schweiz jeweils. Aber dieser Einwurf jetzt noch nicht so, wie wir sie kennen, die Einwürfe von Rachel Rinast. Luna Lomperriere lässt den Ball unfreiwillig durchrutschen, spielt aber dann souverän zu Lumpisch. Casala. Lomperriere lanciert Rinast, die hat die Tiefe, aber kommt sie da noch an den Ball? Ja, sie kommt, der Ball kommt, aber geklärt von Melanie Baumberger. War das, glaube ich, Melina Baumberger, genau. Gut geklärt, bislang eine der besten. Eckball, ein Fall für die Frau mit der Nummer 27, Anna Blesse. In den letzten zwei Saisons bei Wolfsburg nicht mehr allzu viel zum Einsatz gekommen. Blesse, der Ball kommt an den zweiten Pfosten, geklärt von Thelma Fernandes, nein, von Laura Pinto Martins. Rinast kann erben. Was macht Rinast? Sie kommt nicht durch mit dem Dribbling. Und dann gut gedoppelt hier von Katzis. Aber Linian Zhang holt sich den Ball, geht an die Grundlinie, legt quer. Und Wiener Reuter macht das 6:0. Katja Wiener Reuter mit dem 6:0. Die Österreicherin, die nicht so viel gespielt hat für die Nationalmannschaft in der Pause, kommt hier zum Glückserlebnis. Katja Wiener-Reuter hat es schon zweimal probiert, holt einen Elfmeter und jetzt dank Linian Zhang also auch erfolgreich. Linian Zhang holt sich da den Ball, legt quer, macht das sehr gut, Zhang. Die gefällt mir sehr gut, Linian Zhang. Spielt heute zwar hängende Spitze Linian Zhang. Man sieht aber, dass sie Talent hat für das Mittelfeld. Die Frage ist, reicht es auch für die Women's Super League? Wiener Reuter ist durch. Ist das? Nein, sie versucht quer zu legen und dann ist Casanova zur Stelle. Nein, Baumberger zur Stelle. Wiener Reuter hatte versucht, da quer zu legen, dann steile es alleine zu probieren. Katja Wiener Reuter. Blesse. Anja Blesse. Von hier aus sieht es so aus, als würde sie den Ball gar weit weg von der Eckfahne platzieren. Aber im Video sieht es korrekt aus. Blesse an den zweiten Pfosten, geklärt. Jetzt muss der Druck kommen von Katzis. Der bleibt aber aus. Und deshalb nochmals Gefahr und ein Ball für Fälscher. 38 Minuten gespielt. Die Grasshoppers, die führen mit 6:0. 6 verschiedene Torschützinnen. Tussis Katzis macht es ihnen etwas zu einfach. Ich mag die Form, in der sie spielen. Mutig, dass sie sich da nicht einigeln. Aber doch auch jeweils zu weit weg von den Gegenspielerinnen. Linian Zhang spielt mit Rinast. Rinast sucht und findet Wiener Reuter. Wiener Reuter sucht jemanden zum Ablegen, findet Jackson, aber die wird unter Druck gesetzt. Casala Garcia, Blesse, praktisch als Flügel unterwegs, wird aber vom Ball getrennt von Thelma Fernandes. Ja, das kannst du nicht jeden Tag sagen, wie Thelma Fernandes. Ich habe eine Champions League-Siegerin sauber vom Ball getrennt mit einer Grätsche. Wiener Reuter dreht sich, bringt Papa ins Spiel, aber die kann den Ball nicht kontrollieren. Und es wäre so oder so abseits gewesen. Und abseits, das ist das, was ihr seht, das, was ihr hört. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Guten Abend in den Chat. Morgen zeigen wir euch Baden-Wettingen gegen
den FC Basel. Vergesst nicht einzuschalten. Das Ganze geht um 14.30 Uhr los. Abschluss von Wiener Reuter, kein Problem für Monika Felscher. Katja Wiener Reuter hat viel Platz. Wieder sind sie zu weit weg von den Gegnerinnen. Aber Felscher hier ohne Probleme bei diesem Abschluss. Papai und Meroni Eltern, aber Felscher ist früher da. Monika Felscher sieht genauso aus wie der Schiedsrichter. Aber genau, eigentlich sollten die Schiedsrichter genau deshalb immer mehrere Farben dabei haben. Felscher sieht genauso aus wie der Schiedsrichter, weißt du nie genau, wer ist jetzt unterwegs zum Ball? Oh, der Einwurf wird verlängert von Pinto Martins. Lomperier wird unter Druck gesetzt. Aber Casala Garcia macht das so sauber. Falls ihr euch fragt, weshalb wir heute keine Trommelklänge hören von Rolli Müller und seinem Bruder, ich weiß es auch nicht. Da sind sie. Sie sind da. Es geht Rolli gut. Es geht seinem Bruder gut, wie es aussieht. Aber die Trommeln haben sie nicht dabei. Normalerweise hören wir Rolli, wie er trommelt und ruft, hopp geht's, hopp geht's. Aber heute ist Rolli stumm auf der Gegenseite und schaut das Spiel. Aber mit dabei ist er immer noch, Rolli Müller. Anna Blesse. Blesse sucht und findet Meroni. Meroni bringt den Ball, wie eine Reuter verlängert. Papai bringt ihn nicht aufs Tor. Da hat sie keinen Spinat gegessen, der Mücke, Papai. Schön, ah nein, wie eine Reuter kommt gar nicht ran. Und dann Papai bringt den Ball nicht aufs Tor. Felscher dann in die Distanz, aber geklärt von Lomperier. Jackson verliert das Duell, macht ein Foul. Genau, gut gesehen. Da behauptet sie sich, Nathalie Schumann gegen Sabina Jackson. Oh, schön verteilt, Laura Pinto Martins, aber Rinast macht das clever. Papai, Zhang. Zhang ist durch. Ja, Hossmann macht ein nötiges Foul, müsste gelb geben, Schiedsrichter verzichtet drauf. Hätte nicht mal die Karte ziehen müssen, das Trikot hätte gereicht. Linian Zhang war durch, da musste Hossmann kurz die Sense ziehen. Lomperier. Ja, was kann Pochert aus dieser Halbzeit mitnehmen? 6 Tore, toll, 6 verschiedene Torschützinnen. Eine klare Idee, okay, viel über die Flügel kommen. Rinast und Blesse sollen viel Boden gut machen, das machen sie auch. Wiener Reuter ist ein Pivot, soll die Bälle ab. Fangen, aber noch ganz zusammengebaut scheint das Ganze nicht. Papai, huiuiui und Felscher. Etwas unsicher. Etwas unsicher. Hier macht das Emücke Papai schön. Sieht, dass die Torhüterin falsch läuft. Sucht den nahen Pfosten. Aber Felscher reagiert noch genug schnell. Sabina Jackson. Aber Thelma Fernandes hat alles im Griff. Oh, sie probiert es dann direkt, Fernandes, aber das war zu gut gemeint. Da ist ihre Mitspielerin nicht mehr, Mirja Brülisauer. Papai und Casala, Teil des Teams, das letzte Saison den 3. Platz erobert hat. Aber Monika! Schön die Tiefe gesucht, aber da ist dann Felscher. Ich weiß gar nicht, ob Getze wirklich 3. wurde oder 4. Ich habe meine Schlusstabelle, die man nach dem Reglement hat berechnen müssen, nicht mehr so im Kopf. In den Halbfinals war Getze sicher nicht besser als Basel. Also im Playoff-Modus würde ich Getze als 4. einstufen, aber ich glaube, sie haben insgesamt mehr Punkte gemacht als der FC Basel in der reglementstechnischen Schlusstabelle. Da kamen ja auch noch diese Platzierungsspiele dazu.
L'Empereur. Ich schaue neben mich, ich schaue hinter die Tore, ich sehe niemanden, der sich warm macht. Aber ich hätte Pochard empfohlen zu wechseln. Flanke kommt, Papay und geklärt, Papay im zweiten Anlauf. Aber wieder geklärt, dieses Mal von Amina Horber. Ah, habe ich es nicht angefangen. Pause hier, während wir uns die Chance von Papay noch anschauen. Aber gut geklärt. Es ist Pause hier. Nicht im Niederhasli, sondern im St. Martin Tussis Katsis. Schiedsrichter lässt nicht nachspielen, auch zu Recht. 6:0 führen die Grasshoppers. Getroffen hatten Sabina Jackson, Linian Zhang, Marta Casala Garcia aus dem Elfmeterpunkt heraus, Lara Meroni, Katja Wiener-Reuter und Emöke Papay. Nein! Warte, das ist eine zu viel. Luna L'Empereur hatte noch getroffen, genau. Wie gesagt. Die Tore, sie fielen also durch Sabina Jackson aus der Distanz, durch Linian Zhang nach einem Fehler. Dann kam der Elfmeter, den hat Casala Garcia versenkt. Das 4:0. Darum war Luna L'Empereur bedient. Lara Meroni und Katja Wiener-Reuter haben die weiteren zwei Tore geschossen. Wir gehen kurz in die Pause, sind in circa 10 Minuten wieder für euch da. Bis gleich. Tschüss zusammen.
Wir sind zurück in Thusis Katzis, St. Martin in Thusis. Die Grasshoppers, die führen 6:0, getroffen hatten Sabina Jackson, Linian Zhang, Marta Casala Garcia vom Elfmeterpunkt aus. Dann war es Luna Lomperier, die getroffen hat. Nach Lomperier traf Meroni und Wienereuter machte das 6:0. 6 verschiedene Torschützinnen. Bei den Grasshoppers keine Wechsel zur Pause. Erst jetzt gehen ein paar Spielerinnen sich warm machen. Pochard vertraut also weiterhin auf dieselben. Nein, Ella Justina und Kata Bussas kommen ins Spiel. Justina und Bussas kommen. Die Frage ist, wer geht raus? Laino und Lomperier. So sieht es aus. Hoffen wir mal, das stimmt. Ella Justina und Kata Bucaj sind also im Spiel. Luna Lomperier und Victoria Laino haben das Spielfeld verlassen. Ruhig, ruhig. Tief, tief, Melina. Okay, okay, Melina. Vamos. Anna Blesse. Linian Zhang und Ella Justina. Bravo, Svenja, bravo. Die neokroatische Nationalspielerin. 3 Spiele, 1 Tor für Kroatien, Ella Justina. Eines meiner Augen, das vergießt seine Träne. Ich hätte Ella Justina gerne im rot-weißen Dress gesehen. Chance für Wienereuter, 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 Wienereuter und Fälscher! Hält! Bravo, Monika! Monika Fälscher. Katja Wienereuter. Verlangsamt, verlangsamt und dann probiert sich's. Aber trifft nicht. Und Thelma Fernandes lässt den Ball rausgleiten. 2-mal haben sie schon gewechselt, die Grasshoppers. 3-mal können sie noch. 4 Spielerinnen wollen sich warm machen. Ich weiß natürlich, viele von euch, ihr wartet auf den Auftritt von Anna Markovic. Müsst ihr noch ein bisschen warten. Blesse mit Casala Garcia. Und das ist Kata Bucaj. Kam letzten Winter. Auch sie ungarische Nationalspielerin, obwohl da vor allem im Jugendbereich, Kata Bucaj. Nun ja, ich kann euch versichern, Schilak, Markovic und Blöchinger laufen sich warm. Also vielleicht gibt es noch einen Auftritt von Markovic. Sehr schön gemacht hier jetzt von Selina Müller, wie sie den Ball abdeckt für ihre Mitspielerin. Schwierig, schwierig für Baumberger. Aber sie kann den Ball irgendwie noch behaupten. Die Spielverlagerung, die Chance für die Nummer 9. Das heißt also auch, Katzis hat gewechselt, Thusis Katzis. Ich werde einfach lauter, damit mich die Trainer hören. War es Mirja Schneller, die raus ist für die Nummer 9? Also Svenja Dosch ist im Spiel und ich glaube, es war Mirja Brülisauer, die das Spielfeld verlassen hat. Probiere ich es einfach hier mal. Dosch also neu im Spiel für Brülisauer, die sich da wirklich engagiert hatte, aber halt nicht ewig mit dem Ball unterwegs sein kann. Martin Spintu
Pinto Martins. Laura Pinto Martins, ja. Da regelt sich eine GC-Spielerin am Boden. Was war da los? Ah, das ist gar keine GC-Spielerin. Das ist sonst irgendjemand. Eigenheit eines solchen Spielfeldes. Casala Garcia bricht auf, sucht die Tiefe, sucht Meroni, aber super gemacht von Melina Baumberger. Wäre ich ein Nationalliga B-Team, ich würde Baumberger anrufen. Die ist gut. Melina Baumberger zeigt, dass sie das Spiel lesen kann, bewegt sich gut. Lustina zu Jackson, die den Ball aber passieren lässt. Ella Lustina und Sabina Jackson, beide bei den Young Boys, beim FC Zürich ausgebildet. Beide Teil dieses Jahrgangs, der eine Heim-EM gespielt hat. Gut, Lustina ist, glaube ich, ein Jahr jünger. Entschuldigung. Lustina, Jackson hat an der Heim-EM gespielt. Beide haben sie gewechselt. Chance, Chance für Wienerreuther. Wienerreuther legt ab und da kommt Jackson nicht mehr aufs Tor. Sehr, sehr gut der Schuss, aber er verzieht leicht nach rechts. Wienerreuther macht wieder alles richtig. Aber der Ball, der zieht nach rechts. Gut gemacht von Meroni, sie probiert es direkt übers Tor. Und ich kann euch versichern, alle Fans von Anna Markovic, sie kommt ins Spiel, ist unterwegs, hat die Hosen schon mal ausgezogen. Und wird also ins Spiel kommen. Markovic, Schielag und Blöchlinger sind zurück. Bei Markovic und Blöchlinger bin ich sicher, dass sie spielen werden. Ob Schielag sich auch ihres Trainingsanzugs entledigt hat, weiß ich gerade nicht. Garcia rutscht aus, aber Jank kann den Ball zurückholen. Bravo, Mel, bravo. Gute Chancen hier. Ja, Blesse macht das schön, lanciert die Mitspielerin, aber da kommt Lustina nicht zum Ball. Nein, Jackson war es, die im Strafraum auftauchte. Gut gearbeitet hier. Es gab einige Wechsel beim Heimteam. Schade, habe ich das nicht gesehen. Aber sie haben sich auch nicht aufgereiht wie die Grasshoppers-Spielerinnen. Also nicht ans Reglement gehalten. Susan Redondo ist im Spiel, wie auch... Nein, Melanie Schneller war schon da. Entschuldigung. Aber Susan Redondo ist auch im Spiel. Für wen sie kam, habe ich leider nicht gesehen. Ja, deshalb gibt es Reglemente, wo man sich hinstellen muss, wenn man wechselt und so weiter, damit die Medienvertreter das sehen. Das ist nicht nur für den Schiedsrichter. Irgendwie mit vereinten Kräften stoppen sie Katja Wienerreuther. Schielag, Blöchlinger und Markovic kommen. Puh. Papai. Wienerreuther und Blesse gehen. Alle haben sie etwas zum Spiel beigetragen. Auch wenn Blesse und Papai etwas blass blieben. Wienerreuther hat eine super Partie gemacht. Dreifachwechsel also bei den Grasshoppers. Schielag, Markovic und Blöchlinger kommen für Papai, Wienerreuther und Blesse. Schielag wird, wie es aussieht, den Platz von
Wienerreuther einnehmen. Markovic am rechten Flügel. Und Blöchlinger, wie immer, da, wo Blesse sonst spielt. Also eigentlich spielt Blesse da, wo Blöchlinger sonst spielt. Uff. Und Meroni geht nach links. Lara Meroni. Spieltag ist vorbei. Für 5 Grasshopperinnen. Eine davon ist Torschützin, nämlich Wienerreuther. Nein, Lomperrière hat er auch getroffen. Also 2 Torschützinnen sind draußen. Casala Garcia sucht Schilag, die kommt über einen Umwege zum Ball, aber dann wieder geklärt. Schnell erklärt, dann übers Seiten aus. Zehn Minuten gespielt in dieser zweiten Halbzeit, noch kein Tor gefallen für die Grasshoppers. Sicherlich gut für Tussis Katzes. Das Team aus dem Engadin, das nicht wirklich nach Wunsch in die Erstligasaison gestartet ist. Letztes Wochenende ein Kanter-Niederlage gegen Winterthur. Bravo, Monika! Obwohl das schwierig ist, Winterthur ist nicht wirklich das Maßstab. Ein sehr, sehr starkes Team kommt wieder erwarten aus der Nationalliga B. Winterthur schien am vorletzten Spieltag gerettet und dann plötzlich fanden sie sich im Abstieg. Jetzt ist die Chance für Thelma Fernandes und Schneller etwas zu machen an der linken Seite. Denn auf der rechten Seite von den Grasshoppers sind neue Frauen, die vielleicht nicht so routiniert in diesem Spiel jetzt drin sind. Blöchlinger und Markovic, gerade Markovic, den ich gerne verteidigt, könnte man ausnutzen, diese Situation. Casala, Lumpisch. Und Jackson. Locker mit der 16-jährigen Torhüterin, mit Lumpo, ja, so heißt sie, Eva Lumpisch. Oh, zu weit vorgelegt. Jackson ist dran. Fernandes gegen Markovic, bleibt siegreich, aber es gibt den Einwurf für Blöchlinger. Blöchlinger. Jackson omnipräsent heute. Markovic, aber von Thelma Fernandes schön vom Ball getrennt. Die Portugiesin als linke Außenverteidigerin heute sehr stabil. Hat auch schon gegen Meroni und Blesse ab und zu gut ausgesehen. Und bis jetzt hat sie sich von Markovic noch nicht überlaufen lassen. Eckball für Rachel Rienast. Die Mitspielerinnen sind alle im Strafraumeingang, aber keine kopfballstarken Spielerinnen mehr da. Rienast zu weit getreten. Nein, Casala taucht noch auf, aber geblockt. Ja, die Pausenansprache, sie muss gezogen haben, denn jetzt sind die Spielerinnen von Tussis Katzes viel näher bei den Gegnerinnen. Casala Garcia kommt dennoch zum Abschluss, aber Pinto Martins kann blocken. Bravo, bravo, Mel! Thelma, Ina, rechts! Schön gespielt, aber Dorsch kann den Ball da nicht holen. Ja, okay. Meroni behauptete ihn gut. Blöchlinger, Jackson. Und sie ist for real, Miss Jackson, und bringt den Ball in die Tiefe. Aber Rienast war nicht ganz so for real wie Miss Jackson und hat den Ball nicht kontrolliert.
Wir nähern uns der Viertelstunde in dieser Halbzeit. Wenn sie 15 Minuten ohne Gegentore bleiben, wäre das extrem stark, nachdem man nach 14 Minuten schon 3:0 hinten war. Gut gespielt. Auch Pochard hat ihrem Spiel einen Stempel aufgedrückt. Man sieht es ziemlich gut. Jetzt fließt der Ball über die Seiten, so wie sie es eigentlich wahrscheinlich gewollt hätte, die ganze Zeit. Ecke für die Grasshoppers. In der tiefen Dunkelheit wird die Ecke getreten, aber zu stark. Blöchlinger holt sich den Ball noch. Buzasch mit der guten Flanke. Kopfball und Tor! Aurélie Schilag mit dem 7:0. Die Ivora-Schweizerin Aurélie Schilag trifft also zum 7:0. Was für ein Kopfball von Schilag, habe ich noch nie gesehen, wie sie das gemacht hätte. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Schilag in die Höhe springen sehe. Buzasch, aber was für eine Flanke von Buzasch als Innenverteidigerin, nicht selbstverständlich. Und dann Aurélie Schilag mit dem 7:0. Und ein weiterer Wechsel beim Heimteam. Es kommt Bettina Hefti für sie. Für Bettina Hefti ging die Frau mit der Nummer 13, Selina Müller, vom Platz. Hefti, also für Müller, Bettina Hefti. Oh, schneller macht das gut, müsste dann in den Strafraum und sich vom Blöchlinger faulen lassen. Bleibt aber stehen und kann den Ball noch wiederholen. Schön gespielt, da ist jetzt die Chance für die neue Frau mit der Flanke. Hefti aber nicht passiert und oh, da hat sie es gewollt, aber dann nicht dran geglaubt, Vivian Hossmann. Da hätte sie wirklich noch dran glauben können, dass sie den Ball da gut erwischt. Vivian Hossmann hätte da wirklich abziehen dürfen aus dieser Distanz. Ecke für Tussis Katzis. Und jetzt finden wir raus, ob der Erstligist eine tödliche Standardmannschaft ist. Vielleicht machen sie nach jedem Standard ein Tor. Und wir haben auch bisher noch keine Standards für sie gesehen. Das wäre wichtig, auch zu schauen, wie die Grasshoppers Standardsituationen verteidigen. In der letzten Saison, so lala, vor 2 Jahren waren Standards ein klares Problem für die Grasshoppers. Ecke direkt gezogen und irgendwie lumpisch, die klärt zur nächsten Ecke. Die Ecke war da direkt gezogen, nein, Hossmann hat es probiert, aber lumpisch klärt. Schiedsrichter gibt aber Abstoß. Ich dachte, Hossmann hätte da einen lumpisch rangeschossen, aber scheint nicht so zu sein. Blöchlinger läuft durch. Aber die neue Frau Bettina Hefti holt sich den Ball. Aurélie Schilag spielt mit Anna Markovic. Markovic dann mit dem Fehlpass. Aber Casalla hat alles im Griff. Casalla, Lin Yan Chang. Oh, schön gespielt von Schilag. Markovic hat die Chance und trifft. Das ist das Tor von Anna Maria Markovic. Das ist mindestens 1000 Instagram-Follower wert. Anna Maria Markovic. Die kroatische Nationalspielerin mit dem 8:0. Schöner Doppelpass mit Schilag und dann am nahen Pfosten erwischt sie
Die Torhüterin erwischt die Fälscher. Hier sehr schön der Aufbau von Jackson zu Chang. Chang dann mit dem Doppelpass direkt gespielt und Markovic trifft zum 8:0. Anna Markovic. Gegen die Schweiz kaum in Erscheinung getreten, Anna Markovic für Kroatien. Heute aber trifft sie zum 8:0. Sehr abgeklärt. Justina lässt sich weit fallen, um den Ball zu holen. Kasala verteilt, aber geklärt von Hefti. Und gut gegen den Ball gearbeitet da von der Kreativfrau von Nathalie Schumacher. Markovic bleibt hängen an Schneller. Blöchinger. Und Casala Garcia hat Zeit, das Spiel aufzubauen. Die Spanierin, sehr erfahrene Frau. Schilag dreht sich weg. Schilag hat das Spiel vor sich. Vier Anspielstationen, versucht zu schießen und wird geblockt von Hossmann. Aber Meroni erbt. Und dann Justina. Justina zieht auf links, abgefälscht. Und abseits von Aureli Schilag. Das erste von vielen. Aureli Schilag dafür bekannt, im Abseits zu stehen. Und abseits ist das, was ihr hört, das, was ihr seht. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind das einzig wahre Zuhause des Schweizer Frauenfußballs. Gerade auf Instagram und auf YouTube bieten wir euch täglich, wöchentlich so viel Content, wie es zum Frauenfußball kaum irgendwo, also nein, nirgendwo gibt, muss man sagen, hier in der Schweiz. Also macht das doch, abonniert uns, wir würden uns freuen, wenn ihr hier bei uns bleibt. Blöchlinger spielt mit Casala Garcia. Lin Yan Zhang, Butzas verteilt schön. Rachel Rinas auch mal wieder von der Partie. Und Hossmann mit dem Luftloch, aber Markovic kann nicht ablegen. Und dann Jackson zu eigensinnig, lässt Justina nicht abziehen aus der Distanz. Kommunikationsfehler zwischen den zwei blonden Spielerinnen im Zentrum, die lange beim FC Zürich miteinander gespielt haben, sollten sich eigentlich gut kennen aus den Zeiten der U17, U19, U21 beim FC Zürich. Sabina Jackson. Jackson nun endlich diese Saison bei den Grasshoppers, kann man sagen. Vor 3 Jahren wollte sie eigentlich schon zu den Grasshoppers wechseln, hat sich aber dann überreden lassen, nach Luzern zu wechseln. Zu Glenn Meyer, wurde dann mit ihm auch Cupsiegerin. Und nun aber hat sie unter Urs Bachmann nicht mehr anlaufen wollen und wechselte von der Zentralschweiz hier nach Niederhasli, beziehungsweise nach Niederhasli, und hier im Engadin in Tussis Katsis ist sie heute als Spielerin der Grasshoppers. Sabina Jackson mit der Nummer 5. Bravo, Melina, bravo. Rachel Rinas als Spielmacherin wird vom Ball getrennt. Hossmann. Schneller, aber gut gemacht von Justina. Blöchlinger und faul. Okay, in Position, Bibi. Bravo, Mel, bravo, Bibi. Oblig zum Ball, blick zum Ball. Blick zum Ball zu. Lilian Zhang. Meroni bleibt hängen.
Freistoß für die Grasshoppers. Gute Distanz für eine Flanke, aber wahrscheinlich wird sie es direkt probieren, denn es ist auch eine interessante Distanz und ein guter Winkel, um Monika Felscher da zu düpieren. Mal schauen. Ah, sie probiert es direkt an den nahen Pfosten, aber dann ohne Gefahr für das Heimteam. 8 zu 0 steht es, 20 Minuten werden noch gespielt. Casala Garcia mit Lumpisch, 16-jährige Torhüterin der Grasshoppers, will wahrscheinlich Isabel Ruttishauser da den Platz wegnehmen. Aber da gibt es noch Lia Jill Winkler, die wahrscheinlich auch noch etwas mitzureden hat, wenn es da um diese Position geht. Schilag legt ihn sich zu weit vor, kann aber dann trotzdem noch haben. Und Felscher, sicher. Monika Felscher. Hier, Schilag legt ihn sich zu weit vor. Da hätte sie beißen müssen. Die Frau mit der Nummer 13, Selina Müller, hätte da den Ball holen müssen. Aber sie ließ Schilag da noch die Flanke spielen, aber ohne Gefahr. Markovic, Anna Markovic, deren Schwester Christina Markovic ja auch bei der GC unter Vertrag steht, aber transferiert wurde, ausgeliehen an den FC Rapperswil-Jona, den Aufsteiger in der Women's Super League, der aber bisher nicht sehr gut ausgesehen hat. Es wird gewechselt. Es kommt Tamina Horber für Svenja Dosch. Und das heißt, das Spiel ist Forfait verloren. Denn du darfst nicht Spielerinnen wieder einwechseln. Wechselfehler heißt, theoretisch müsste das Spiel Forfait verloren gehen jetzt für Tussis Katzis. Aber da geht sie sowieso gewinnt. Ist es egal. Aber nur dokumentiert, das ist ein Wechselfehler, hätte man nicht machen dürfen. Hätten auch die Schiedsrichter sehen müssen. Das heißt, GC sollte jetzt Protest einlegen. Blöchinger läuft durch, steht aber im Abseits. Schiedsrichter lässt durch, vielleicht habe ich eine Spielerin nicht gesehen. Blöchinger wird aber blockiert. ...73 Minuten gespielt. Monika Felscher hat den Ball. Das 8 zu 0 ist es verdient, ja, sicherlich. Du schießt 8 Tore, also darfst du. Ist es verdient? Sollte man 8 Tore verhindern, kann man als Erstligist. Aber ich erinnere, in der Women's Super League gibt es solche Resultate leider zu oft. 6-7-0 und deshalb kann ein Erstligist eigentlich von sich behaupten, dass er gut mitgehalten hat, wenn er Viertelstunde vor Schluss bei 8-0 ist. Nicht schlecht. Und am Schluss wird es sowieso eine 3-0 Vorfeld-Niederlage werden, von dem her ist ja auch egal. Markovic. Obwohl ich nicht denke, dass die Grasshoppers Protest einlegen werden heute.
Schön gespielt von Justina, aber geklärt von Schneller. Nein, von Hefti war es. Ja, da hat sie recht, Frau Pochert. Sagt, zu viele Ballverluste, ist so. Ihr Team hat nach dem 8:0 etwas abgeschaltet. Macht vor allem das Nötigste. Hat das Heimteam sicher nichts dagegen. Butzasch. Schön gesehen von Butzasch. Da die Drehung von Justina war eigentlich nicht schlecht, aber dann gibt sie halbwegs auf. Auf halbem Weg. Zhang macht das sehr gut. Mir gefällt Lin Yan Zhang. In der Vorbereitung kam sie zwei, dreimal. Ui, der Treffer von Ella Justina. Aus der Distanz trifft die kroatische Nationalspielerin. Ausgebildet beim FC Zürich, Ella Justina. Hier, Zuspiel von Lin Yan Zhang, dann dreht sich Justina und probiert es mit links direkt. Fälscher noch dran, aber der Ball im Tor. 9:0, Ella Justina ist die 9. Torschützin. Sehr schön hier, wie Blöchlinger mit Lin Yan Zhang spielt. Zhang spielt ab und dann, das ist jetzt hier der Moment, wo sich Justina dreht und aufs Tor schießt. Sehr, sehr schön. Ella Justina mit dem 9:0 für die Grasshoppers. Ella Justina. Das letzte Mal, dass ich sie einen tollen Distanztreffer habe versenken sehen, hat sie sich nachher eine rote Karte eingeholt. Wegen einer Tätlichkeit gegen eine Gegnerin. Das war bei einem U19-Spiel Schweiz gegen Russland. Lustige Szene. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Nicht bei uns, aber bei anderen Leuten. Ella Justina. Eine jugendliche Dummheit da in diesem Spiel. Justina ist eine großartige Fußballerin. Wie gesagt, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Justina weiterhin für die Schweizer Nationalmannschaft spielen würde. Justina sucht die Tiefe, aber Markovic wird auf dem falschen Fuß erwischt und kann sich dann nicht in diesen Ball werfen. Anna Markovic. Markovic gegen die Schweiz. Etwas mehr als eine Halbzeit gespielt, wenig Boden gesehen da. Justina noch weniger, war sehr, sehr defensiv unterwegs. Dann haben beide im zweiten Spiel, im darauf folgenden Spiel gegen Litauen nur eine Halbzeit gespielt. Oh, Abschluss aus der Drehung von Schilag, aber dann ist sie zur Stelle, Monika Fälscher. Ich habe das Gefühl, Schilag könnte die erste Doppeltorschützin werden am heutigen Tage. Aber hier war es noch nicht. Bekommen wir die neuen Torschützinnen zusammen, probieren wir es rückwärts. Justina, Markovic, Schilag, Wienerreuter, Meroni, Lomperier, Casala Garcia, Zhang und das erste Tor, das wurde erzielt durch Sabina Jackson. Genau, das sind die neuen Torschützinnen. Jackson jetzt am Ball, Sabina Jackson dreht sich, spielt Lin Yan Zhang an. Zhang! Am Tor vorbei! Das klang ja wie nach seiner Dragon Ball Übertragung hier, wie ich Zhang rief. Habe ich mich kurz erwischt. Zu viel Dragon Ball Z geschaut in den letzten Tagen. Lin Yan Zhang hat es aus der Distanz probiert, aus der Drehung raus.
Daniela Andreoli kommt ins Spiel. Sie wird Fälscher ersetzen. Geht noch einige Minuten. Chance für das Heimteam. 3 gegen 3 Situation. Pinto Martins verliert das Duell gegen Rachel Rinas. Nein, nicht gegen Rinas, sondern gegen Katabusjas. Aber da holt sie sich den Ball zurück. Nein, das ist Thelma Fernandes, die sich jetzt den Ball zurückholt. Und Freistoß und Gelb gegen Lara Meroni. Wer hätte das gedacht? Die erste gelbe Karte geht an eine Hopperin. Freistoß für das Heimteam. Der Ehrentreffer, der ist sicherlich verdient. Und den werden sie auch suchen. Muss aber eine gute Hereingabe kommen. Der Ball kommt, aber abgefeuert von Sabina Jackson. Schielag dreht sich, kann den Ball behaupten. Aurélie Schielag verliert ihn jetzt aber. Und Casala Garcia. Lumpisch. 10 Minuten noch zu spielen. Die Flanke von Rinas, sie kommt. Markovic bringt den Ball nicht aufs Tor und dann Ljuschina auch nicht. Aber sehr gut gemacht von Rachel Rinas, da am linken Flügel. Hier sehen wir sie in voller Bewegung, Schweizer Nationalspielerin. Und dann Markovic, die den Ball nicht aufs Tor bekommt. Und Ljuschina, die da auch noch stand. Fälscher geht also vom Platz. Es kommt für sie die Frau mit der Nummer 21, Andreoli. Andreoli also für Fälscher unterwegs. Fälscher geht, Andreoli kommt. Ein weiterer Wechsel ist Melanie Schneller, die geht. Und es kommt für sie Clara Egli. Egle. Clara Egle kommt. Übrigens, für die volle Transparenz, das Heimteam hat schon einen Wechselfehler begangen. Das heißt, theoretisch hätten wir hier auch Schluss machen können. Der Protest von den Grasshoppers hätte eingelegt werden dürfen. Wechselfehler. Wenn Cup ist, ist das Reglement des höher Klassierten zu respektieren. Das wären 5 Wechsel gewesen und sicherlich nicht eine Spielerin zurück einwechseln. Deshalb auch die Linienrichter. Das geschieht in der ersten Runde des Cups viel. Das geschah letztes Jahr sogar im Achtelfinal nochmals. Deshalb interessante Konstellationen. Marta Casala Garcia. Wäre natürlich im Cup nicht immer zu unterbinden möglich, aber gerade wenn es sich um einen Erstligisten handelt, dritthöchste Spielklasse des Schweizer Frauenfußballs, da gehören halt fliegende Wechsel auch sonst nicht wirklich dazu, sollten nicht, gehören aber dazu. Ich verstehe es, es ist Fairness, es geht darum, dass man Spielerinnen schonen kann, aber es ist halt keine Vorbereitung für den Spitzenfußball. Und das sollte halt die dritthöchste Spielklasse sein, meines Erachtens. Ella Ljuschina. Schaffen die Grasshoppers in den verbleibenden 6 Minuten noch das Stangeli? Oder bleiben wir beim 9:0? Hey Jana. Ein Tor noch. Und ich fände es natürlich ultra cool, wenn auch eine 10. Torschützin da käme. Wenn wir keine Doppeltorschützinnen hätten am heutigen Abend. Das würde für Balance im Team von Anne Pochert sprechen.
Rachel Rienast würde natürlich sicherlich liebend gerne noch ein Tor schießen. Die Schweizer Nationalspielerin, die von Köln kam. Meroni. Aber schon abgepfiffen. Meroni probiert es direkt aus der Distanz. Schiedsrichter pfeift aber abseits. Und abseits, das ist das, was ihr hört, das, was ihr seht. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind das Zuhause des Frauenfußballs in der Schweiz, haben alle Infos, Live-Spiele, Analysen, Kommentare und News für euch bereit, vor allem auf YouTube und auf Instagram. Deshalb ist es immer wertvoll, uns zu abonnieren. Oh, Schillag trifft! Aurélie Schillag wird die erste Doppeltorschützin. Aurélie Schillag, ein halb geschenktes Tor. Aber das nimmt man natürlich auch gerne mit. Aurélie Schillag bekommt den Ball da im Strafraum. Und dann wird sie fast gefoult. Aber man lässt sie passieren. Und deshalb kann sie dann am langen Eck Andreoli besiegen, bezwingen. 10 zu 0 für die Grasshoppers. Die 10 seht ihr nicht richtig, weil das Logo der GCS im Weg ist. Tut mir leid. Hier Schillag. Ah, Andreoli deckt da den Pfosten, hätte da aber sich verschieben sollen. Nun ja, 10 zu 0. Die Grasshoppers führen. Aurélie Schillag, also die erste Doppeltorschützin am heutigen Abend. 5 Minuten sind noch übrig, damit sich andere einreihen. Ich finde es schade, es war eine schöne Geschichte bislang. 9 Tore, 9 verschiedene Torschützinnen. Schön der Auswurf. Oh, jetzt Chance, aber Casala Garcia hat alles im Griff. Und sie wird nochmal lanciert. Die Frau mit der Nummer 5, sie müsste durchlaufen. Aber lumpisch. Dann mit der Innenverteidigerin zusammen, kann klären. Das war Clara Egle, die hier hätte durchlaufen können und vielleicht den einen Treffer für Tussis Katsis erzielen. Ja, die erste Runde des Cups macht extrem viel Spaß. Wir gehen überall in die Schweiz hin, weite Wege, es ist sehr schön. Aber natürlich mit der... Ui, was für ein Tackling von Thelma Fernandes! Kommt da auch etwas Bein der Gegenspielerin mit? Nein, sauberes Tackling. Schon gut. Meroni geht da zu Boden, aber Fernandes, beinhart. Thelma Fernandes spielt Ball. Und dann kann sie sich nicht in Luft auflösen. Alles okay. Eckball für die Grasshoppers. Lumpisch sieht so aus, als würde sie auch gerne nach vorne kommen. Oh, die Ecke kommt gut in den Herzen des Strafraums. Der Kopfball auch von Casala Garcia, aber geblockt. Und dann im Nachfassen wird wieder geblockt und es gibt Abstoß. Die Standards, die hatten sie immer gut im Griff hier. Also immer nicht, aber die... Die Heimmannschaft von Tussis Katsis hat immer genug Leute im Strafraum gehabt, dass sie stören konnten. Wie gesagt, die erste Runde des Cups macht Spaß. Kleinere Teams sehen, euch die kleineren Teams zeigen. Talentierte Spielerinnen ausfindig machen, wie zum Beispiel hier eine... Melina Baumberger, die mir sehr gut gefallen hat, Melina Baumberger. Aber mit der vorangehenden Professionalisierung der Women's Super League und vor allem halt wirklich nur in der Women's Super League, wird die Schere halt wirklich zunehmend größer. Während ein Erstligist noch vor 2, 3 Saisons vielleicht die Grasshoppers etwas in Bedrängnis hätte bringen können mit 1, 2 guten Chancen, haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei Bühler war es so, oder auch Kloten da letzte Saison, das ein Tor gemacht hat in der ersten Runde. So ist es heute nicht mehr wirklich der Fall.
die meisten Erstligisten können gegen Women's Super League Teams, die oben mitspielen, nicht allzu viel ausrichten. Deshalb haben wir heute auch, glaube ich, nur einen Abschluss auf Lumpischs Tor gesehen. Das war Hossmanns Abschluss nach Eckball. Das ist halt schade. So, Spielerin gepflegt und verpflegt und so können wir uns hier noch für die letzte Minute warm machen. Ich denke nicht, dass der Schiedsrichter lang nachspielen lässt. Jackson probiert es nochmal und Andreoli im Nachfassen. I'm sorry, Miss Jackson, aber Andreoli is for real. Never meant to let that ball fall. And she will not apologize a trillion times. Andreoli, sicher bei diesem Abschluss von Sabina Jackson, die ja das 1:0 erzielt hatte. Rinas wollte auch nochmal, aber Fernandes schon wieder beinhart. Rinas kann erben, aber wieder wird geklärt. Rachel Rinas bekommt also heute wahrscheinlich ihr Tor nicht. Und Timing ist doch perfekt. Der erste Regen fällt. Und wir weinen nicht, wenn der Regen fällt. Denn der Schiedsrichter, der zu uns hält, wird bald abpfeifen. Da bin ich ziemlich sicher. Marmorstein und Eisen bricht und so auch die Defensive von Tussis Katsis. 10:0 das Resultat. Sabina Jackson hatte es eröffnet. Auf ihr folgte dann Lin Yan Zhang. Nach Lin Yan Zhang erzielte Casala Garcia vom Elfmeterpunkt das 3:0. Luna Lomperier war um das 4:0 besorgt. Das 5:0, das kam von Lara Meroni. Katja Winnereuther schoss das 6:0, mit dem wir in die Pause gingen. Das 7:0, das erzielte Aurelie Schielak. Das 8:0 machte Anna Markovic. Mit dem 9:0 sahen wir Ella Ljustina und das 10:0 wieder Aurelie Schielak. Für mich Spielerin des Tages war wahrscheinlich Lin Yan Zhang, hat mir am besten gefallen. Sabina Jackson hat auch eine Top-Partie hingelegt. Tussis Katsis konnte halt nur mit beschränkten Mitteln heute spielen. Hier hat sogar noch einen Wechselfehler begangen. Aber das kann man vernachlässigen, kann man vergessen. Es hat Spaß gemacht. Es hat hier ein paar Zuschauer gegeben. Ein schöner Herbstabend hier im Engadin. Hat Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht, morgen sind wir wieder live. Morgen zeigen wir euch den FC Basel aus der Women's Super League gegen Baden-Wettingen. Das also live aus Baden. Bleibt also daran. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind abseits das Zuhause des Schweizer Frauenfußballs. Und morgen sind wir schon wieder für euch da mit dem Duell Basel gegen Wettingen Baden. Es wird also Spaß machen, auch morgen. Ich danke euch, danke für die Treue und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen.